Auch wir wissen nicht vorher, was passiert und hoffen trotzdem auf ein schönes Fußballspiel. Frank Buschmann und Manni Breukmann an dem Mikrofon. Die heutige Begegnung Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Das BC Place Stadium ist ein Mehrzweckstadion in Vancouver, Kanada. Und nicht nur das Heimstadion des Footballteams BC Lions, sondern auch das der Fußballmannschaft Vancouver Whitecaps FC. Und während der Olympischen Winterspiele 2010 fanden hier die Eröffnungs- und die Schlussfeier sowie Siegerehrungen statt. Und die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schmelzer. Bender. Reus. Die Flanke auf Lewandowski jetzt. Und er faustet den Ball weg. Ja, da kann sich der Torhüter bei ihm bedanken, dass dieser Ball nicht durchkam. Das hat er klasse gemacht. Lewandowski. Müsste abseits sein, ja. Pirmin Schwegler. Rode. Der BVB in den 70ern und 80ern notorisch klamm, hat sich zu einem Verein mit Weltformat aufgeschwungen. In der Königsklasse zeigte sich das schon 1997, als der Borsigplatz bebte. In frischer Ecke. Das ist es! Jetzt sieht er ab! Gehalten zunächst. Der Bann ist gebrochen, das erste Tor ist gefallen. Und hoffentlich gibt es noch einige zu bejubeln, hier und heute. Schauen wir doch mal hin, wie der Ball den Weg ins Tor gefunden hat. Gerade noch mit einer klasse Parade der Held und beim nächsten Mal ist es dann eben doch passiert. Alex Meyer. Schwegler. Aigner. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Schwegler. Super Flanke. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Rode. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Lewandowski. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Rode, den siehst du heute auf dem gesamten Spielfeld, dafür garantiere ich. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was an. Das war ein leichtfertiger Ballverlust. Jetzt wird's gefährlich. Rode. Aigner. Rode. Pirmin Schwegler. Jacques. Er kriegt die Unterstützung, die er in dieser Situation braucht. Nicht so lange den Ball halten, Jungs, dann findet ihr nie die Lücke. Zu früh gestartet, abseits. Pirmin Schwegler. Lewandowski.
Emin Schwegler. Rode. Kehl. Jakpa. Alex Meyer. Jan Rosenthal. Und Achtung, genau hingeschaut. Katlet! Das war eine Glanzparade des Keepers. Jesus, das würde ich gerne noch mal sehen. Das würde ich gerne noch mal sehen. Ich glaube nicht, dass das Abseits war. Rode. Nuri Sahin am Ball. Marco Reus. So sieht das der Trainer gern. Achtung! Er attackiert ihn, er will den Ball. Guck mal hin! Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Schmelzer. Und so brennt hier gar nichts an. Eine knappe Pausenführung, 1:0 nach 45 Minuten. Schiedsrichter pfeift die Partie an. Die zweite Halbzeit läuft. Aigner. Jan Rosenthal. Ja, wie der Ball da durch die eigenen Reihen läuft. Fantastisch. Lewandowski. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Nuri Sahin am Ball. Sahin. Jakpa. Die verstehen sich blind. Was für eine vertane Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob sie noch so eine kriegen. Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit und es geht immer noch nichts zusammen. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch noch mal was zu verändern. Kehl. Der landet irgendwo im Nirgendwo, rollt über die Seitenlinie. Barnetta. Meier. Jakpa. Alex Meier. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Rode. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Pirmin Schwegler. Aigner. Ja, da kommt was auf uns zu. Ja, und die Flanke abgefangen. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits, ob das die richtige Entscheidung war. Deine Mannschaft hat hier klasse gespielt, das weiß natürlich auch der Coach. Trotzdem bringt er nochmal einen frischen Mann aufs Spielfeld. Kehl. Sahin. Der macht heute aber wirklich ein richtig perfektes Spiel, Busch. Das ist für ihn... Ja, er hat auf Freistoß entschieden. Ja, da stellt er sich aber nicht sonderlich geschickt an. Er zieht und zerrt an seinem Gegenspieler. Beim Trikotzupfen, Zerren oder Rangeln, da gilt die Order, abpfeifen. Aigner. Alex Meyer. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Schwegler. Gut
dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Schein. Lewandowski. Jakpa. Eigner. Wunderbar gemacht. Das Bällchen läuft hier hin und her und macht genau das, was die Spieler wollen. Vanetta. Rode. Schwegler. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Den hat er soeben klären können. Lewandowski. Kehl. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Vanetta. Zambrano. Eigner. Rode. Schnell passen und dann die Lücke finden. Das ist jetzt die Parole. Beide Trainer versuchen noch mal was Neues. Jede Menge Auswechslungen jetzt. Kehl. Schwegler. Achtung, jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Er hüpft wie ein Känguru und ist damit der Grätsche entgangen. Ein Pfiff, das Spiel ist vorbei. Ich dachte, es gibt eine Packung, aber die gab es überhaupt nicht. Ja, das ist wieder so ein Moment, wo ich mit dem Verlierer mitfühle. Das war eine klasse Leistung. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.